Herzlich willkommen zu Malermeister Klinger, heute zu einem neuen Video. Und zwar werden wir hier an der Fassade oben die Drespa-Platten streichen. Das sind reine Kunststoffplatten, die werden vom Werk aus beschichtet geliefert, verlieren aber über die Jahre natürlich auch ihre Pigmentierung, also es wird alles ein bisschen matter. Aber solche Flächen kann man natürlich auch streichen. Und wie ich das mache und mit welcher Farbe ich das mache, da gehen wir jetzt da hoch und dann zeige ich euch, wie das geht. Auf geht's! So, und jetzt sind wir hier oben angekommen und wir werden jetzt mit der Lucite Hausfarbe die Drespa-Platte streichen. Das ist eine absolute, ja, eine total geniale Farbe. Alkalibeständig, auf reiner Acrylatbasis, seidenmatte Oberfläche, schnell trocknend. Was hat sie noch für Eigenschaften? Sie ist auf jeden Fall... Ich müsste jetzt ablesen. Ich lese ab und zwar schnell trocknend, alkalibeständig, nicht kreidend, also gerade hier für hochpigmentierte Farben hervorragend geeignet. Dann Hochwasserdampf durch, lässig, dünnschichtig, umweltfreundlich, trocknet schnell an, super zu verarbeiten, hochelastisch, das ist halt auch sehr wichtig bei solchen Sachen, dass die Farbe dann nicht abblättert, hochelastisch und auch schlagregendicht, ne? Also durch den Reinacrylat praktisch ist im Endeffekt das gleiche, was im Lineal drin ist, das ist auch Acrylat oder beziehungsweise Acryl, und das ist einfach genial. Wir werden jetzt hier die Fassade streichen, also die Drespa-Platten, die haben wir jetzt schon abgedampft. Die haben wir gereinigt. Hier war überall schwarz gewesen. Dazu einfach mal das Short-Video von mir, das letzte davor, was ich hochgeladen habe, anschauen, wie wir das alles gereinigt haben. Wir brauchen jetzt hier den Untergrund nicht zu grundieren. Das würde alles nur abperlen, weil die Oberfläche ist nicht kreidend und nicht stark saugend. Wir haben hier eine Direkthaftung und somit können wir eigentlich direkt drauf gehen auf die Oberfläche. Und das machen wir jetzt. Ich nehme bewusst eine kurzflorige Walze, in klein aber doch mit viel Materialauftrag, weil sie ein bisschen dicker ist. Und das reicht völlig aus, weil ich mache Platte für Platte, Stück für Stück. Ein wunderbares Rot haben wir hier. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hier hinten kann man jetzt schon ganz gut sehen, dass es anzieht, antrocknet und deswegen auch eine kleine Walze, einfach Stück für Stück, gerade wegen die Läufer und so. Ich kann auch nicht eine langflorige nehmen, weil ich möchte hier nicht in die Zwischenräume reingehen, weil das alles mehr oder weniger schwarz ist, das soll auch so bleiben. Die Kantenbearbeitung machen wir nur an den Seiten, hier wird es ein bisschen schwierig werden, da mit dem Pinsel das auch nicht abzufassen, geht jetzt rein um die Fläche. Ich roll weiter. Und dann schauen wir uns das Ergebnis nach dem ersten Anstrich an. Okay? Der erste Anstrich ist jetzt hier oben fertig. Jetzt kann man hier auch schon schön sehen, wie rot das ist. Kräftig rot, und wie unten jetzt hier noch nicht gestrichen ist. Also, das Ganze müsst ihr zügig rollen. Denn die Farbe wirklich, es zieht ordentlich auf der Fläche an. Wir sind jetzt hier im Schatten und versuchen auch im Schatten hinten rum, weil wir auf der anderen Seite ja auch noch die Drespa-Platten haben, zu arbeiten. Also da müsst ihr ordentlich Gas geben, damit das vernünftig auf der Fläche aussieht. Beim zweiten Anstrich auch ansatzfrei arbeiten, einmal schön durchziehen, Stück für Stück, dass das Ganze vernünftig aussieht. Wir gehen jetzt nach unten
und machen dann auch nochmal den zweiten Anstrich zusammen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann fertig im Endeffekt aussieht. Die Fassade unten wird ja grau gestrichen, dann kommt das Gelb auch weg. Und zum Schluss machen wir nochmal einen richtigen Abspieler ohne Gerüst. Dann sehen wir mal, wie das Ganze eigentlich aussieht, wenn es richtig fertig ist. Ne? Also, Folie ist eingewickelt, also die Werkzeuge sind in Folie eingewickelt. Dann können wir jetzt runtergehen, das noch machen und dann machen wir Feschbar. Dann gibt es Mittag heute, wird gegrillt beim Thomas. So, wir sind beim zweiten Anstrich jetzt. Werkzeug aus der Folie genommen. Man kann ja auch gut erkennen, die Farbe zieht wirklich ordentlich an. Ich streiche jetzt hier den zweiten Anstrich, wirklich Platte für Platte. Denn da oben, und man kann es auch am Gerüst sehen, jetzt kommt die Sonne und da heißt es einfach Gas geben. Wieder Farbe anlegen. Also die Ecken rausfassen. Und dann einfach komplett die Platte durchstreichen. Komplett zweite Mal durch und dann lassen wir das Ganze trocknen und schauen uns das am nächsten Tag an, denn im Schatten kann man noch mal besser in der Oberfläche erkennen, wie sieht das Rollverhalten aus, müssen wir eventuell einen dritten Anstrich machen, denn wir haben A genug Farbe und B ist es so, diese hochpigmentierten Farben, damit die ganz viel, also mit die ganz diesen Rotton erhalten, muss ganz viel Pigment rein. Und deswegen sind die eben immer fadenscheinig. Ihr kennt das vielleicht, dass man auch orangene Töne, rote Töne, Feuerwehrrot auf Flächen vielleicht dreimal, sogar viermal streichen muss. Und hier kann es vielleicht sein, dass mir die Fläche nicht gefällt. Und dann kläre ich das mit dem Kunden ab und mache mal lieber nochmal einen dritten Anstrich drauf. Den Anstrich ist gleich Schutz. Somit hält das auch definitiv länger. Und Farbe haben wir ja genug da und Zeit haben wir auch. Also, let's go. So, wir sind angekommen beim zweiten Anstrich und wir werden auf jeden Fall hier einen dritten machen, denn man kann deutlich sehen, so leicht minimal, ich zeig's mal, von der Seite sichtbar, vom Walzen links, rechts. Ich werde jetzt bevorzugt die größere Rolle nehmen und versuchen in Schnelligkeit alles auftragen und dann wirklich nur in eine Seite abrollen, dass wir wenigstens hier ein gleichmäßiges Rollbild haben. Also es ist wirklich minimal zu sehen, kaum zu erkennen, aber ich denke, wenn das Gerüst weg ist und dementsprechend die Lichtverhältnisse sind, gerade jetzt hier, wo keine Sonne drauf kommt, jetzt siehst du das so ein bisschen mehr. Wenn die Sonne drauf scheint, siehst du es einfach nicht. Ja. Deswegen große Walze. Okay, gut. Oh, die quietscht. War lange nicht mehr benutzt, der Bügel. Also ich habe jetzt Farbe aufgelegt und gehe jetzt einfach bewusst, suche mir eine Richtung aus. Ich walze jetzt alles nach rechts runter. Und dann kriegen wir hier von der Walzenstruktur gleichmäßiges Oberflächenbild einfach. Und natürlich mit der Rolle kriegen wir auch noch mal mehr Material drauf. Also ich habe es ja gestern mit der Kleinen alles gemacht und gestern Abend war dann 17 Uhr zu Hause, musste mir hinlegen, ging nichts mehr hier mit Schultern oben. War alles dicht, alles zu. Irre, da waren dann noch 20 Minuten Fahrradfahren drin und dann Poolbaden mit einer Hopfenkaltschale. So sieht das aus. Wir haben jetzt ungefähr 9:30, der Planet brennt, bin schon klitschnass. Deswegen hier Gas geben jetzt. Ich roll das jetzt runter. Fiona filmt nochmal mit ab. Also einwalzen, auftragen. Um
Material verteilen, schön ordentlich. Und dann gehen wir her und rollen alles in eine Richtung ab. Bei der großen Walze kann man sich auch sicher sein, dass man wirklich parallel gerade arbeitet. Mit einer kleinen ist halt doch immer mal ein leichter Schwenker drin. Ja, ich wollte es ja ausprobieren mit der kleinen gestern, aber mit der funktioniert das auch super. Ja, dann roll ich mal weiter, ne? Die ersten drei Felder sind gestrichen. Man kann auch schon ganz deutlich erkennen, das Oberflächenbild. Auf jeden Fall wird das definitiv besser mit der großen Walze. Also schaut es auch, dass er hergeht und das schön bei solchen Dresperplatten anlegt und dann immer schön in eine Richtung rollt. Das ist hier, wie man sieht, entscheidend. Wir sind fertig mit dem dritten Anstrich und wie man sehen kann, gibt das eine wirklich schöne, ordentliche Fläche. Und unten habe ich jetzt auch schon das Grau gestrichen. Da ist jetzt auch schon der zweite Anstrich drauf. Und somit sieht das Ganze jetzt hier vernünftig aus. Wir rüsten jetzt hier alles ab auf morgen, weil wir haben noch die andere Seite jetzt auf der Vorderseite zu streichen. Und da ist jetzt die Sonne weg. Und somit können wir da auch den ersten, den zweiten und den dritten Anstrich auch noch heute machen zum Nachmittag. Haben es jetzt, glaube ich, 13 Uhr circa. Also, wie ihr seht, bei so Dresperplatten mit diesen hochpigmentierten Farben, drei Anstriche sind notwendig und auch jetzt mit der dicken Walze sieht das Ganze vernünftig aus. Da bin ich auch echt zufrieden. Das sieht vom Oberflächenbild her echt top aus, kann man so lassen. Fenster haben wir auch schon geschliffen, werden auch noch gestrichen und lasiert. Ja, wir sehen uns dann da unten, ne? Ich gehe, Fiona. Wir sind jetzt fertig hier mit der Fassade. Das Rot ist oben gestrichen. Das Rot ist oben gestrichen und auch das Grau. Rechts habe ich auch schon das Grau gestrichen. Das werde ich jetzt noch mal durchziehen. Schön mit einer Verlängerung und so. Das hat alles jetzt funktioniert. Also wie gesagt, diese rein Acrylatfarbe für die Dresperplatten ist absolut zu empfehlen. Jedoch müsst ihr aufpassen, wenn das zu warm ist, Acrylfarbe, also Acrylat, Dispersionsfarbe im Fassadenbereich zieht wahnsinnig schnell an. Man muss wirklich Gas geben und dann nochmal versuchen, in eine Richtung abzurollen. Ja? Also hochelastisch, schlagregendicht, hochdiffusionsoffen, hochwetterbeständig, schnell trocknend, alles solche Eigenschaften. Alkali, alkalisch, also alkalisch, aber ist egal. Fungizid eingestellt auf jeden Fall und Alkali beständig. So, Hammer ist jetzt. Der Thomas filmt hinten ab, er ist zufrieden. Jetzt trinken wir erstmal eine Hopfenkaltschale. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein wenig euch ein bisschen wieder was von der Fassade zu zeigen. Ich wünsche euch alles Gute für die nächste Zeit und bis bald. Euer Malermeister André Klinger. Ciao.